Ansteckungen mit dem Coronavirus steigen, und zwar sehr stark und sehr schnell. Die Situation ist ernst. Wir müssen handeln. Die zweite Welle hat uns gerade ein bisschen verwünscht und wir gerade die Gefahr, dass wir zu wenig Pflegebett haben. Wenn wir nicht untergehen wollen, müssen wir gemeinsam einen soliden Wellenbrecher entgegensetzen. Für unsere Hospitäler, für unser System der Santé, aber es ist auch extrem wichtig, wenn wir éviter des Dégâts incommensurable à notre économie. Nous devons réagir, nous savons comment faire, en respectant les distances, c'est très important, en faisant attention à l'hygiène des mains. Dobbiamo limitare i contatti, proteggerci con la mascherina, utilizzare le nuove tecnologie per supplire quei contatti che ci mancano. Der 1. November steht vor der Tür und damit Allerheiligen. Das ist für mich persönlich ein wichtiger Tag. Meine Familie und ich treffen uns dann immer zum traditionellen Grabbesuch von unserer Mutter. Nachher sitzen wir zusammen. Und in diesem Jahr haben wir jetzt aus schweren Herzens müssen absagen. Auch ich würde gerne wieder einmal meinen Freundeskreis treffen. Das geht im Moment leider nicht. Pour moi aussi, ça veut dire renoncer à une soirée avec des amis, ne pas faire un repas ensemble, renoncer à un apéritif tous ensemble. Guardare avanti con la consapevolezza che abbiamo tutte le risorse e gli strumenti per far fronte anche a questa seconda onda epidemica. Ensemble, nous pouvons le faire. Soyez prudents dans vos contacts. Je besser, dass wir das machen, je schneller sind wir wieder im Normalzustand. Ich glaube, wir alle wetten das und darum halten Sie sich daran, vorsichtig, zurückhaltend und nicht zu viel Kontakt. Darum machen wir es jetzt zusammen. Gemeinsam, wenn wir alle mithelfen, dann kommt es schneller wieder gut. Merci vielmals.